Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Yo! Ich glaube, ich kehre nochmal schnell zum Questgeber zurück. Um zu schauen, ob das schon mal passt, was wir hier haben. Ansonsten lade ich nochmal schnell. Muss dann mit dem Typen quatschen. Aber mit ein bisschen Glück haben wir schon alles, was wir brauchen. Aber ich fürchte mal, dass das Ganze nicht so einfach ist. Wie immer. So, Herr Red. Ich habe bei Blake eine Liste gefunden. Wirklich? Zeig her. Dann lass mal sehen. Anwärterliste. Ryan was? Ach, Iron Madison soll das heißen. Der Mann hat vielleicht eine Sauklaue. Das scheint eine Liste von Leuten zu sein, denen er vertraut. Ryan ist sein momentaner Bodyguard, mit dem er immer zusammen jagen geht, wenn es wirklich das ist, was sie dort draußen tun. Mhm. Okay, dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Ja, wir zeigen ihm die Liste. Wir sollten Ryan töten. Lass uns mit Ryan reden. Warum sollten wir das tun? Und über was willst du mit ihm reden? Ryan ist doch gar nicht das Problem. Aber vielleicht ist er Teil der Lösung. Mhm. Wir könnten Blakes Leibwächter austauschen. Die Namen auf der Liste, die du mir gegeben hast, scheinen Anwärter auf diesen Posten zu sein. Am besten tauschen wir den obersten Namen aus. Wenn der Name ausgetauscht ist, sorgen wir dafür, dass Blake einen neuen Leibwächter braucht. Ich soll sein neuer Leibwächter werden? Was meinst du mit austauschen? Endlich darf ich jemanden töten. ich soll sein neuer Leibwächter werden. Ich soll sein neuer Leibwächter werden? Könntest du natürlich. Aber nein, das würde verdächtig wirken. Du bist noch zu neu hier. Den Part werde ich selbst übernehmen. Nachdem ich meinen Namen ganz oben auf die Liste gesetzt habe, werde ich den Zettel wieder zwischen Blakes Sachen legen. Währenddessen kümmerst du dich um Ryan und sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Er ist sehr loyal. Ich denke, du wirst ihn sogar umbringen müssen. Bei allem anderen ist das Risiko zu groß, dass er mit Blake redet. Alles verstanden? Ja. Nein, erklär's nochmal. Na, alles gut. Ja. Alles klar, dann los. Du kümmerst dich um Ryan und ich werde Blakes neuer Leibwächter, um sein Vertrauen zu gewinnen. Wir treffen uns dann oben bei Blake. Das habe ich schon ganz anders gehört. Ja, ich höre auch. Ich höre auch ganz andere Sachen. Okay, der müsste dann da drüben sein, ne? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Klopp. Ja, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch, kann mir gar nicht anders sagen. Der ist dann hier oder was, ne? Da sitzt er. Jawohl. Okay, das heißt, die werden einmal speichern. Dann nehme ich jetzt den hier. Und werde hier einfach 26 was, genau. Okay, ja bitte. Das müsste dann passen. So circa in etwa. Gut. Also, Ryan. Verpiss dich! Alter! Okay, verpiss dich selber, du Arsch. Ich gebe dir den Rat, mich nicht zu verärgern. Dieser Ausdruck macht keinen Sinn. Ja, das untere. Dieser Ausdruck macht keinen Sinn. Wie bitte, was? Pisse fließt. Verpiss dich bedeutet so viel wie sich verflüssigen. Das macht keinen Sinn. Pisse tut was? Wenn sie fließt, dann meine ich... Ich meine, dass du davonfließen... Also Pisse, die... Meine Fresse, was weiß denn ich? Wieso unterhalten wir uns jetzt über Pisse? Du bist ein komischer Vogel, Junge. Sag schon, was willst du von mir? Es ist schön. Was machst du hier draußen? Ich hab's mir überlegt, ich hau dir aufs Maul. Hast du was zum Handeln? Ach Gottchen. Ja, das können wir zuerst fragen. Hast du was zum Handeln? Na, wenn du so fragst, ich hab wohl ein paar Sachen dabei, die ich dir überlassen könnte. Das ist schön. Rohes Fleisch, Das ist alles so teuer. Ich bedanke mich. Na, danke nix. Was machst du hier draußen? Du nervst mich, um das zu fragen. Mhm. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Doch. Mann, Junge.
Du bist wirklich ein komischer Vogel. Ja. Also ich stehe hier draußen, weil ich frei habe. Eigentlich bin ich Blakes Knüppel. Was? Na, es ist ein Bodyguard, Junge. Allerdings braucht er mich nicht, solange er sich im Lager aufhält. Nur wenn er wieder auf Ripperjagd geht, nimmt er mich mit, um seinen Rücken zu decken. Und wenn er auf Geschäftsreisen geht, natürlich auch. Frage beantwortet? Ich hab's mir überlegt. Ich halt doch aufs Maul. Naja, was soll man machen? Ich hab's mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. Haha, so gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Menschenblut mehr gesehen. Dann mach dich bereit zu sterben. Dich hole ich mir! Na, komm her. Passt. Interessant. Ja. So. Gut, halt eine Konservendose, Wasserfläschchen und Elixit. Super. Haben wir denn auch schon geschafft. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir kehren zurück zu Red. Gut. Also ja, hier hin einmal und dann ein Stückchen laufen. Tja. Lalilalila. Dann porten wir uns da. Also porten, genau. Und dann schweben wir da hoch und dann passt das schon. So, und Heureka. Zack. Dab, 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 dab. Ich würde sagen, wir speichern das mal zuerst. So, yep. Ich mag unsere neue Waffe, die ist stark. Wir sind auch stark. Wir haben uns gut geskillt, glaube ich. Hallo, Red. Ryan lebt nicht mehr. Ryan lebt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit Blakes Liste manipuliert und wieder zwischen seine Sachen gesteckt. Brav. Es würde etwas komisch kommen, wenn ich jetzt zu Blake gehe und ihm sage, dass sein Leibwächter gestorben ist. Am besten machst du das. Ist klar. Können wir nicht einfach warten? Woher sollte ich das wissen? Ja. Woher sollte ich das wissen? Was? Du meinst, dass sein Leibwächter tot ist? Er könnte denken, dass ich ihn getötet habe. Na und wenn schon. Selbst wenn, glaube ich nicht, dass er dir sonderlich böse wäre. Er ist es schließlich gewohnt, dass ihm seine Bodyguards reihenweise wegsterben. Geh einfach zu ihm und sag, dass du seine Leiche gefunden hast. Am besten erwähnst du auch noch, dass er jetzt einen neuen Bodyguard braucht. Er kann manchmal etwas schwer von Begriff sein. Alles klar. Gut, dann komm wieder zu mir, wenn du ihm Bescheid gegeben hast. Ja, mach mal. Okay. Hallo, du Kasperl. Du, na, das tut mir leid. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Mhm. Was soll das heißen, gefunden? Er ist tot. Verdammte Scheiße, schon wieder? Ist dir denn jeder Arsch zu unfähig, um mal am Leben zu bleiben? Mhm. Du wirst dir wohl einen neuen suchen müssen. Ich weiß. Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine neue Liste mit vertrauenswürdigen Leuten bekommen. Wird Zeit, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Mhm. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Gerne. Ist dir diese Information nichts wert? Na, bitte. Bitte. Wie, du kommst nochmal mit so schlechten Nachrichten zu mir. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss meinen nächsten Bodyguard finden. Jawohl. Gutes Gelingen. Ich habe auch eine Ahnung, wer es sein wird. Du, Red, ich habe Blake Bescheid gegeben. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Alles klar. Dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt. Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Nasenbohren? Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mhm. Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Rat nur machen. Das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Ich habe gerade irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe irgendwie, glaube ich, das endet böse. So, wie komme ich da jetzt hoch? Blöde Frage. Hui! So, natürlich. Hui! Lalila. So, geht ja. Docs Bodyguard.
Na, nicht anrotzen, bitte nicht. Oh, da gibt's auch eine Werkbank. Das hätte ich früher wissen müssen. Hallo, Doc. Ich bin der Doc. Du bist hier, um Stoff zu kaufen, richtig? Oder bist du etwas wegen etwas anderem hier? Der ist vertrauenswürdig. Du verkaufst Stoff, ich bin wegen etwas anderem hier. Warte mal, du verkaufst Stoff? Du verkaufst Stoff? Ja, richtig. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Wenn deine Wehen jucken, ist er dein Mann. Warum nennt man dich Doc? Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ray schickt mich, ein paar Stims zu holen. Was hast du anzubieten? Von oben nach unten, wie immer. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Kannst du mich heilen? Nein. Ja. Meh? Kannst du mich heilen? Auch das kann ich für dich tun. Aber natürlich nicht umsonst. Klar. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Ja. Das glaubt dir doch nur ein Toter. Wieso stotterst du dann so? Verstehe. Meh? Wieso stotterst du dann? Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Oh. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere. Sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings. Ich werde nie wieder Stims brauchen. Ja. Red schickt mich. Red schickt mich, ein paar Stims zu holen. Ja, die gute alte Ratte also. Ja, ja. Er sagt, du sollst... Ich weiß. Der gute Doc weiß das. Ich, das besondere Zeug, richtig? Ja? Genau. Kein Problem. Gehe. Ich mach das. Ich regel das. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Komm in einer Stunde wieder. Dann bin ich fertig. Okay. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal bis mittags, ne? Gute Nacht. Nom, nom, nom. Also, du müsstest jetzt fertig sein, ne? Komm näher. Ich hab deine Bestellung. Seid vorsichtig damit, ja? Ich hab mich damit selbst übertroffen. Viel Spaß damit. Und jetzt flieg, Vögelchen, flieg. Er hat einen der Klatsche. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Oh, Granatenlieferung ist jetzt... Was? Weißt du, wer dich beklaut hat? Weißt du, wer dich beklaut hat? Oh. Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen, bevor er euch wieder beliefern kann. Was wurde dir geklaut? Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Alter. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Okay. Finde ihn. Finde den Dieb. Okay. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles.
Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie. Sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen. Das kann ich bestätigen. Die Ladies sind nicht gerade auf den Kopf gefallen. Na gut, jetzt ist die Frage, oh weia, wie haben wir es mit der Granatenlieferung falsch gemacht, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das zuerst hätten machen müssen. Soll ich jetzt nochmal laden? Oh weia. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts verkehrt. Probieren wir es einfach mal. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Wir müssen ja Ruf sammeln, ne? Cocktailparty. Granatenlieferung. Da, was hatten wir? Blake ist der Meinung, dass Duke mehr als genug Granaten besitzt. Er scheint sie gerade zu paranoid zu horten und treibt damit die Preise nach oben. Blake möchte, dass ich ihm mindestens 3 seiner Granatenkisten klaue. Ich könnte mir eine Menge Spieler damit verdienen. Aha, okay, probieren wir mal. Okay, das nehmen wir kurz einfach machen. Ne? Das ist die Frage. Wahrscheinlich drinnen hier, ne? Mal kurz schleichen. Kleiner gelber Stein. Also wenn, dann müsste es hier irgendwo sein, ne? Also wir speichern das jetzt mal. Entschuldigt bitte vielmals. Das habe ich nicht gewusst. Schimpft keiner, das ist sehr gut. Hier ist natürlich finster wie sonst was. Scheint auch schon gewesen zu sein, das Ganze. Okay, hier unten hat er mal nichts versteckt. Ich sehe schon. Da geht's weiter nach unten. Das ist die Frage. Ob ich aufs Goschal krieg. Eine Werkbank. Ich glaube, wir werden mal eine Fackel benutzen, ne? Weil es da unten gar so dunkel ist. Oh! Lagermeister. Hallo! Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Okay. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Oh doch, merk schon. Dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Wie gut sind eure Rüstungen? Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit. 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will, muss verdammt viele Ärsche lecken. Danke, wir sind satt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Waren. Das machen wir noch, weil der Part ist eh schon so gut wie beendet. Ja. Dann, ja. Okay, ich glaube, besser wird es eh nicht, was wir anhaben. Das ist eh schon nicht so schlecht, glaube ich. Ja, passt schon. Danke, schön. Okay, die Magnesiumfackel hätte ich gern nochmal. Und dann müssen wir schauen. Alte Entlassungsliste. Rückenprobleme? Puh, ich glaube, ich habe kein Glück gehabt. Sie wissen doch, General,
Ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Alter Schwede, ne? Ich bin nur gerade ein bisschen vorsichtig. Und hoffe, dass ich da noch das Zeug kriege. Granatenkisten, da hätten wir schon mal die erste. Die zweite. Die dritte. Passt. Hammer. Können wir abhauen. Okay, passt. Dann gehen wir noch schnell. Halt. Jetzt tun wir schnell speichern. Das lief einfach zu glatt. Erstaunlicherweise. Das machen wir noch schnell, die Kiste. Wenn es geht. Dann gehen wir schnell zum Questgeber zurück. Und dann können wir, dass sie schon mal als beendet nichts. Sind. Ja, ja, ist schon gut. Ja, ja, der Titel ist natürlich auch abgebrochen, wie es sich gehört. Okay, das ist ein Schuss in den Ofen gewesen. Das ebenfalls. Das war wohl nichts. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch nur probieren. Okay. Das war wohl nichts. Ja, ja, ich kann ja auch nur probieren. Hallo. Okay, das ist auch für nix. Alter. Wie soll das gehen, hä? Aha. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam dahinter. Jawohl! Zu einfach. Schau, schwere Armbrust. Haben wir die? Ich glaube, ne? Bolzen und Elixit. Du verdammter Sack! Scheiße. War nur ein Versuch, ne? Er hat uns leider gesehen. War eh klar. Wahrscheinlich, weil wir zu laut Schlösser geknackt haben. Ich probiere es nochmal. Wir wissen eh, wie es geht. Glaube ich. Also. Das war so, das war so, das war so, das war so und das war so. Zu einfach. Alles nehmen. Er hat uns nicht bemerkt. Das ist gut. Sehr gut. So. Was gibt's denn hier noch Schönes? Außer, dass es Darkroom ist. Da unten noch was ist? Ich hätte die Fackel mitnehmen sollen. Wo geht's denn da lang? Jetzt Elmer. Nicht. Ah, da sind wir. Okay, alles gleich. Gut, dann schnell zurück zum Questgeber. Ja, bitte. Das fix abgeben und dann beenden wir den Part für heute. So, schnell, schnell, schnell. Dab, 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 dab. Eureka. So, lauf, lauf, lauf. Tap, tap, tap. Oi, oi, oi. Hoffentlich starte ich da jetzt etwas. Hey, Rat. Hi, Black. Du erpresst Schutzgeld. Na, ich habe die Granatenkisten. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Ja. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, puh, was soll's sein? Bezahl mich einfach. Ja, ist mir besser. Bezahl mich einfach. Alles klar. Hier hast du ein paar Splitter. Es war mir eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Ja, gleichfalls. Passt. Tschüss. So, wir müssen abhauen. Ganz schnell, bevor wir da unabsichtlich was starten. Am besten, wir porten uns zurück. Natürlich die Quest noch schnell ausrüsten. Und dann müssen wir eh schon wieder den Part beenden. Schlimm ist das, schlimm ist das. Frisches Blut war das, ne? Also nochmal schnell zum Doc zurück. Ray? Ford? Warte. Hä? Müssen wir da jetzt zum Doc? Ah, der ist da oben, ne? Oder? Spinne jetzt. Ich glaube, das passt schon, ne? Wenigstens mal rauflaufen. Na, wohl doch, das passt. Und dann können wir das im nächsten Part nochmal schnell machen und geben das ab und gut ist. Also gut, ihr Leute, ihr Lieben, das war's wieder für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!